Herzlich willkommen zurück bei Prey. Wir sind, wie ihr seht, immer noch bei den Shuttle Docks. Wollten jetzt hier lang gehen und ich höre einen Typhon. Sollte ja. Ein Code. Okay. Was? Was? Das kam sogar ein bisschen überraschend. Bin ich fast gestorben bin jetzt gerade. Meine Fresse. Oh. Ah. Schrotflinte. Neuromod. Zeugs. Waffenupgrade. Ich einen Typhon höre. Oh. Das ist mal kein Buch. Die Evakuierung. Bericht einer Überlebenden. Tag 2. Tag 2. Ich wachte auf und lag immer noch auf der Straße. Ein M35-LKW hielt nicht mehr an und der Fahrer rief mir zu, dass ich einsteigen sollte. Hinten saßen bereits mehrere Leute, 4 oder 5 Soldaten und ungefähr ein Dutzend Zivilisten, darunter auch Kinder. Ich stieg ein, indem man gab mir eine Flasche Wasser. Ich fragte, was los wäre, und ein Soldat zuckte nur mit den Schultern. Ich sagte ihm, dass ich während meines Militärdienstes auch einen M34 gefahren hatte. Einige Leute weinten und ich schaute nach hinten. Der rosafarbene Rauch war nun mit Grau vermischt und wirbelte hoch hinauf in den Himmel. Er schien die gesamte Stadt zu bedecken. Wir nahmen weiter Leute auf, bis der LKW voll war. Bevor wir die Autobahn erreichten, hörten wir Schüsse. Die Soldaten stiegen aus und zogen ihre Waffe. Der Kommandant sagte mir, ich sollte den LKW so weit wie möglich nach Westen fahren. Dann liefen sie Richtung der Schüsse. Auch irgendwie ziemlich scheiße auf der Erde, oder? Ja. Das kriegt mal gehackt. Das war einfach. Oh Gott. Programme. Preiskarte. So, Quatsch. So, E-Mail. Hilfe, ist da jemand? Wir stecken bei den Fluchtkapseln fest. Ja, in Typhon, aber ich habe keine Ahnung wo. Wäre übelst cool, wenn das Ding wieder angehen würde. Es muss doch hier irgendwie noch höher gehen. Ich will nicht rausgehen, wenn ich die Hälfte wieder verpasse. Ich gucke mir kurz nochmal die Notiz an. Daten. Notizen. Deaktivieren Sie die Programm auf meinem Arbeitszentrum unter dem Werkzeugraum. Wo ist denn hier der verfickte Werkzeugraum? Hier sind die los, hier waren wir ja sogar schon. Oh, da oben ist ein Haufen Strom. Ist vielleicht gar nicht so geil, da hochzugehen. Das Gefühl, dass ich hier runter muss. Ach gut. Habe ich ein bisschen verhaspelt. Geht das hier irgendwie mal geil auf? Container ohne Loot ist ja traurig.
Gott. Seht ihr, das ist schon wieder. Das ist. Okay, das schaffe ich, ne? Und das meine ich, das ist manchmal. Manchmal nicht ganz ausgereift. Also manchmal sind die zwei, die Zweier sind meistens schwerer als die Dreier. Was halt auch unglaublich wenig Sinn macht. Genau das habe ich ja erhofft. Ah. Hier ist der Werkzeugraum. Das Blatt Papier kann ich nicht nehmen. So. Ganz schön viel. Stissel hier. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen schlechten Einfluss hat. Quatsch, ich muss ja rein. Ich weiß nicht, was sie für Probleme haben. Es ist mir ehrlich gesagt doch egal. Allein sie nur ihre Arbeit rechtzeitig. Sie halten mich auf. Ah, ich habe sie angelogen. Weil sie wissen wollten, ob es mir gut geht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht was. Ich kann nichts essen. Ich bin ständig müde. Ich fühle mich beschissen. Ich will nur noch schlafen. Aber ich habe andauernd Albträume. Ich war bei Dr. De Silva, De Silva, aber sie meinte, körperlich sei mit mir alles in Ordnung, wollte, dass ich zu Dr. Cole gehe, aber ich habe mich geweigert. Frank wahrscheinlich würde mir doch die Hölle heiß machen, wenn er herausfindet, dass ich ein Segenblendner gehe. Na, ich weiß nicht, wieso ich ihnen das alles erzähle, vielleicht weil sie immer nett zu mir sind, vielleicht auch nur, dass mich jemand an mich erinnert, wenn ich will. So viel zu dem Thema, speichern. Locker Rooms? Oh, neue Rummel. Oh, eine Notiz. Okay. Ich. Man kann halt nicht so viel bauen. Wenn man. Oh, da hinten hat noch was. Ein Medikit. So, huhu. Scheint nichts mehr zu liegen. Also können wir ja doch hochgehen jetzt. Ausgesetzt, man findet sich hier wieder. Finde ich schon interessant, weil die Sonne wandert, beziehungsweise die Talos wandert. Weil die Sonne wandert ja auf der Erde eigentlich nie. Dann wird es hier übelst dunkel drin. Also haben sie richtig gut gemacht, finde ich. Dass eben nicht immer dieselbe Lichtstimmung ist. Oh, Hecken 3. Ah. Ja. Seht ihr, das war wieder richtig einfach. Okay. Oh, eine Schlüsselkarte. Kontrollturm. Ach gut, da muss ich wahrscheinlich eh. Oh. Ich habe doch einen Transcribe aufgelesen. Das funktioniert manchmal jetzt auch nicht so geil. Laden. Autologs.
Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche, die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Ja, ist nicht so geil, ne? Ja. Ist halt noch nicht effizient auf die Reichweite. Was es wahrscheinlich auch nie sein wird. Gut, dass wir nur zu essen haben. Wieso gehe ich denn eigentlich runter? Ist doch eigentlich kontraproduktiv. Alles leere Kisten hier. Hallo? Kann uns jemand? Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite ist im Start der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Können Sie uns helfen? Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist. Sonst werden wir in Stücke gerissen. Also was? Fluchtversuch? Außenbereich, ja, ja. Welche Überraschung? Ich will es gar nicht versuchen. Jetzt. Oh. Frank, sind Sie da drin? Was ist mit den Kapseln los? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie, Sie wissen es nicht? Es ist Ihr Job, es zu wissen, verdammt! Sie haben sie geprüft, richtig? Ja. Warum zur Hölle funktioniert die Startsequenz nicht? Ich weiß es nicht, Drew. Tut mir leid. Was ist mit Ihrer Kapsel? Öffnen Sie sie! Das geht nicht. Was wollen Sie damit sagen? Die Bolzen der äußeren Luke haben fehlgezündet. Wir stecken in der Startröhre fest. Sie haben auf niemanden gewartet, Sie Vollidiot! Ich hoffe, Sie verhungern da drin! Ach, die sind alle so unglaublich nett zueinander. Das tue ich gerade, Nils. Er reagiert nicht. Keiner reagiert. Scheiße. Waren das diese Dinger? Haben die Luft abgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist aber doch auch egal, oder? Ich meine, wir haben noch stundenlang Luft. Nein, Nils. Das System arbeitet umgekehrt. Es entzieht der Luft Sauerstoff. Wir haben 10 Minuten. Maximal. Was? Aber... Hieß es, Nicole, da ist noch drin? 3 neue Mods, da kann ich mir jetzt ohne so viel kommen. Er hat doch live mit uns gesprochen. Ich weiß nicht, komme ich hier? Quatsch. Shuttle Dock hat ja eigentlich auch. Die gesperrte Luftschleuse, geil. Kann ich die entsperren? Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Ich würde sagen, wir machen das gleich. Also ich muss sagen,
Das Spiel hatte zwischendurch so einen kleinen Hänger, fand ich. Aber wo ich dann begriffen habe, wie es funktioniert, so ein bisschen, seitdem macht es auch wieder richtig Spaß. Mikrogravitation entdeckt. So. Ach, schön. Los, hoch. Muss ich denn hier machen? Fluchtversuch. Wie mache ich das? Gute Frage, oder? Hier irgendwo? Sprenge ab, ich habe doch gar nichts zum Sprengen. So, zur Luke. Ach, gut. Weiß vielleicht auch, wie ich drauf haue. Erreicht. Ohne Lampe hätte ich das, glaube ich. So. Muss ich nur wieder den Eingang finden, ich Trottel. Luftschleuse. War doch gleich. Luftschleuse Maschinenlabor. Ah, das sieht schon eher danach aus. Ah, lass mich rein. Ups. Und nein. Wie wir hier Nebenmission abarbeiten. Unglaublich. Unglaublich. Oh. So, Systemsteuerung, da muss man ja hier hoch, um dann wieder runter zu gehen. Richtig. Ich das jetzt abspringen und die sind frei oder was? Funktion nicht in. Welche Kapsel sind die drin? Ich gucke noch mal. Fluchtversuch. Ah. Welche fehlt denn? Steht halt wohl nichts dabei, ne? Also ich schätze mal, es ist 2. Na klar, wie viel Funktionen.
Luftkapsel in 10, 9, 8, 7, welche? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start. Danke, Morgan. Es bedeutet mir sehr viel, dass Sie das getan haben. Trotz Frank. Ich übermittle Ihnen die Position von etwas Nützlichem. Ich konnte es nicht von der Station mitnehmen, aber vielleicht hilft es Ihnen. Ja, das haben wir geschafft. So. Belohnung. Hoffentlich unglaublich viele Neuromods. So 20. Wichtig, mich dann noch weniger entscheiden kann, was ich nur nehme. Frage. Wo? Oh. Hier sind wir. Da geht mir schon ein bisschen auf den Sack. So, Belohnung da unten. Ups. Hallo. Oh. Ja, cool. Ah, jetzt geht die Sonne auf. Doch noch eins über uns, oder? Kann ich mir noch nicht vorstellen, dass die gute Frau das so da mal. Okay. Ach, hier ist so ein Technik-Operator. Wo? Die verstecken sich immer so, die Säcke. Also gehen wir doch mal hoch. Wo ist denn jetzt die fucking Belohnung? Was? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Reparatur abgeschlossen. Bewege mich. Wo ist denn die Belohnung? Hauptsache ein Gesundheitsoperator. Alter. Da war der Dreier von uns wieder leichter. Das ist. Beantrage neuen Operator. Transstar Kobold 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Mr. Yu, hier spricht Eddie Voss. Ich arbeite unten im Frachtraum. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie bestohlen haben, Sir. Es hat klein angefangen. Das Schmuggeln harmloser Dinge von und zur Station. Arzneimittel. Lebensmittel, die nicht auf der sicheren Liste stehen. Vielleicht zahlen Sie Ihren Techniker im Maschinenlabor nicht genug, denn Lilly, sie wurde ziemlich ehrgeizig. Sie hat Neuromods gestohlen, Fabrikatorpläne und an die Konkurrenz von Transstar verkauft. Ja, hören Sie gut zu, Mr. Yu. Kazma hat jetzt ihr geistiges Eigentum. Lilly hat mich gezwungen, einige der alten Alarmzentralen auf der Talos zu modifizieren, um sie als tote Briefkästen zu nutzen. Einige enthalten bestimmt noch Unternehmenseigentum. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann gehen sie auf. Jedenfalls wollte ich nie
dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Das Ganze hat sich irgendwie verselbstständigt. Aber ich möchte das wieder in Ordnung bringen. So gut es geht. Das ist alles. Neues Ziel. Ja, es ist klar. Keine Ahnung, wie ich zu der Belohnung komme. Gute Frage, nächste Frage. Ich muss hier genau drunter sein. Deswegen. Vielleicht doch, muss ich von den Shuttle Docks dahin? Teufel macht mir irgendwie keine Angst mehr aus. Finde ich persönlich ja gut. Komm hier irgendwie runter. Nope. Sieht nicht danach aus. Hebekraft 3. Ich habe Neuromods 3 heute. Ich hier vielleicht irgendwo auf halber Strecke in. Die konnte er nur nicht mit rausnehmen. Och Mann. Das Deprimieren. Ich will diese scheiß Belohnung haben. Vielleicht irgendwas. Fluchtversuch. Ja, danke. So wie auf halber Höhe. Das finde ich gerade ein bisschen putsch. Hier geht es nämlich auch nicht weiter. Hier geht's nur in die Guts. Mechanikerraum, hier waren wir ja auch. Moment mal. Geht's da bekloppt? Ich bin wirklich total bekloppt. Ist das jetzt so genau hier oder ist das? Rausgehen, dass es sich wieder anzeigt. Hallo. Muss das da irgendwo sein oder sehe ich das gerade falsch? Habe ich mir gerade wehgetan? So, ein bisschen wegräumen hier. Naja. Wie trägt denn sie die Bank?
wo ist jetzt hier die Überraschung? Ich sehe keine. Boah, warte mal. Bin ich einfach nur bekloppt? Warum passt da aber kein Mensch hin? Ne, das ist hier nicht der Plan. Ich muss jetzt mal cheaten. Ich guck mal schnell, wo das ist. Ich mache den Cut. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ein kleiner Cut. Ihr werdet es nicht glauben, es ist wirklich hier oben. Und da muss man halt versuchen, jetzt irgendwie mit... mit der Glukanone. So, eine Notiz. Bitte senden Sie dies so schnell wie möglich. Medizinischen Notfall. Ja. Zwei Neuromods, immerhin. Haben wir so geschafft. So, wieder scheiß Overlay. Jap. Gemischte Signale. Ich würde sagen, wir haben genug gemacht. Ja, ich habe gut überlegt wegen den gemischten Signalen, ob ich vorhin zum Abdruck selber angelockt habe, aber habe ich wahrscheinlich nicht. Gut, würde ich sagen, genug für die Folge, geht wieder über eine halbe Stunde. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wählen. Bis dahin, auf Wiedersehen.